Ja, also herzlich willkommen, Ida Bettenmeier von der Maschinenraum GmbH hier in Berlin, aber in der ganzen Republik unterwegs. Aus meiner Sicht ein spannender Use Case. Ja, Wissenstransfer von Familienunternehmen zu Familienunternehmen, das fand ich sehr spannend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und euch jetzt in der nächsten halben Stunde, hatten wir ja gesagt, etwas zum Maschinenraum zu erzählen und wie wir, du hast es gerade, ne, Wissensmanagement genannt, wir nennen es selbst gar nicht so, weil für uns ist der Maschinenraum das, was wir tun und das Thema Wissensmanagement ist vielleicht fachlich gesehen das, was ihr als Experten darunter betrachtet. Für uns ist es ein Netzwerk von Familienunternehmen, für Familienunternehmen und es geht in erster Linie darum, dass diese Unternehmen sich Wissen, Erfahrungen, Ressourcen teilen, miteinander austauschen, in Kontakt kommen, um die Probleme des alltäglichen Arbeitens zu lösen, aber natürlich auch sich mit Themen der Zukunft zu beschäftigen. Das sind Veränderungsprozesse in Unternehmen, es kann das Thema Innovation sein, Nachhaltigkeit, also auch Dinge, mit denen wir uns das erste Mal in der Unternehmensgeschichte so intensiv beschäftigen und wo oft Erfahrungswerte fehlen. Weil da kann man nicht jemanden fragen, der schon 15 Jahre im Unternehmen war, Mensch, wie hast denn du das damals gemacht? Sondern man steht eventuell auch vor ganz neuen Herausforderungen, wo man keine Referenzwerte hat. Und dann muss man sich nach außen öffnen, auch wenn das natürlich für einige Familienunternehmen, gerade mit einer großen Tradition, oftmals auch schwer ist und in den letzten Jahren ein sehr starkes Umdenken erfordert hat. Nicht nur intern zu schauen, sondern sich wirklich nach außen zu öffnen, damit auch verletzlich zu machen, aber natürlich auch die Chance zu haben, neue Impulse von außen zu bekommen. Und wie wir das beim Maschinenraum machen, das erzähle ich euch jetzt gerne. Ich mache kurz einmal so, was ist der Maschinenraum und werde dann aber einen Fokus auf diesen Teil Austausch legen, also da, wo das Wissen geteilt wird. Das ist auch der Bereich, für den ich im Maschinenraum verantwortlich bin als Geschäftsführerin. Ich habe schon gerade gesagt, es ist ein Netzwerk von Familien für Familienunternehmen. Es sind 80 Unternehmen. Wenn man sich die Landkarte anschaut, sieht man auch, es sind sowohl kleine Unternehmen, es sind große Unternehmen, es sind bekannte, es sind Unternehmen, von denen man noch nie gehört hat, aber wahrscheinlich täglich mit ihnen zu tun hat. Also ist das oft. Und all diese Unternehmen haben eins gemeinsam, es sind Familienunternehmen. Nicht alle Familien geführt. Ungefähr ein Drittel ist familiengeführt, zwei Drittel sind fremdgeführt. Was sie aber dadurch vereint, ist einfach eine bestimmte Kultur. Also Entscheidungskultur, wenn die Familie noch als Entscheidungsgeber mit an Bord ist, und eine Kultur, sich immer wieder zu verändern und mutig voranzugehen. Und das ist auch, was diese Gemeinschaft stark sein lässt, obwohl eine sehr große Unterschiedlichkeit über Branchen und Unternehmensgröße in diesem Verband tätig sind. So, darüber, wo wir heute drüber reden, ist das nämlich das Thema Teilen von Erfahrung und Wissen. Es gibt zwei Bereiche. Der erste ist Teilen von Erfahrung und Wissen. Und es ist so, dass wir, wenn wir mit den Unternehmen und die onboarden und in den Maschinenraum reinbringen, auch ganz stark natürlich fragen, so, was sind eure Themen? Was sind die Themen, die euch beschäftigen? Was sind eure Probleme gerade? Wo steht ihr irgendwo vor der Wand und braucht Hilfe? Und die Fragestellungen, die dann kommen, decken sich zu 80%, wenn nicht sogar mehr. Man denkt oft, wenn man in einem Unternehmen ist, oh, es ist sehr spezifisch, das, was wir gerade haben. Aber oft ist das Spezifische das Produkt an sich, ja, aber nicht der Prozess dahinter. Also Innovationsmanagement zum Beispiel. Es geht um Prozesse, es geht darum, wie kann ich Trends in der Landschaft entdecken. Beim Thema Nachhaltigkeit, ich muss ein Reporting machen, ich muss mich an bestimmte Gesetze und Regularien halten. Und diese Dinge sind nicht unternehmensspezifisch. Vielleicht immer so ein kleines Müh, aber der Großteil deckt sich wirklich. Und darum macht es eigentlich extrem viel Sinn, sich unternehmensübergreifend zu diesen Themen auszutauschen. Und so konsolidieren wir im Maschinenraum die Fragestellungen, die reichen von Strategie über Innovationsmanagement, haben auch mit Einkauf und Logistik zu tun, natürlich auch mit Produktion, weil viele der angeschlossenen Unternehmen natürlich auch produzierende Unternehmen sind. Wir teilen im Maschinenraum die Themen in 20 Fachbereiche. Bestimmt hat nicht jedes Unternehmen, so wie es hier abgebildet ist, eins zu eins diese 20 Fachbereiche. Aber es sind Bereiche, zu denen die meisten Unternehmen irgendwo eine Referenz haben und sagen, ja, mit den Themen beschäftigen wir uns. Vielleicht ist es mal eine Abteilung oder zwei Abteilungen, die in einem Thema, was wir hier aufgezeichnet haben, zusammenkommen. Vielleicht ist es auch manchmal anders strukturiert, aber das ist die Struktur, wie wir Austausch beim Maschinenraum kuratieren.
Und über diese Bereiche vernetzen wir und machen Veranstaltungen. Dazu gleich mehr. Jetzt noch mal ganz kurz in den zweiten Teil oder in den anderen großen Bereich, den wir im Maschinenraum machen, nur um hier auch einen gesamten Überblick zu geben, was da noch dran geflanscht ist. Da geht es nämlich sehr stark um Ressourcen, die wir uns teilen, angefangen mit dem Thema Sichtbarkeit. Wir haben im Maschinenraum eine Pressekommunikationsabteilung, die fast nichts anderes macht, als die Unternehmen, die angeschlossen sind, sichtbar zu machen. Also die in den Medien zu platzieren, die in Zeitschriften zu platzieren, vielleicht sogar im Fernsehen zu platzieren, auf Events zu platzieren, wenn da Speaker-Slots angeboten werden, weil uns es auch sehr stark darum geht, den Mittelstand und die Unternehmen sichtbar zu machen. Das ist besonders auch relevant gegenüber Talenten natürlich. Also jeder hat das Thema Fachkräftemangel auf seiner Agenda und das ist extrem wichtig, gerade für Unternehmen, die nicht eine starke Brand haben und damit eh sichtbar sind, für Potenzialträgerinnen und Träger erreichbar zu machen. Was wir ebenfalls machen, ist, wir sind haben ungefähr eineinhalb Jahren angefangen, uns ein Universitätsnetzwerk aufzubauen, also zu führenden Universitäten in Deutschland, um dort auch für unsere Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich zu präsentieren. Das kann auf Konferenzen sein, die die Universitäten regelmäßig ausrichten. Das kann aber auch Präsenz in den Jobboards sein oder auf Karrieremessen, die veranstaltet werden oder in Studierendenprojekten, wo man sich als Unternehmen natürlich auch anschließbar zeigen kann und so auf diese jungen Talente stoßen und mit denen sich in Verbindung setzen kann. Dann, wir sitzen in Berlin, ganz anders als natürlich der Mittelstand oder die Familienunternehmen, die sitzen nicht in Berlin. Ich glaube, wir haben zwei Mitgliedsunternehmen, die wirklich irgendeine Verbindung zu Berlin haben. Die anderen sind in der Republik verteilt. Nichtsdestotrotz haben wir in Berlin ein Gebäude, das ist eine alte Schuhfabrik im Prenzlauer Berg, wo wir Coworking Flächen zur Verfügung stellen und ungefähr die Hälfte der Fläche ist wirklich vermietet an Familienunternehmen. Gar nicht so sehr, weil die sagen, wir wollen jetzt hier eine zweite Dependance aufbauen, aber gerade in Corona hat sich ja gezeigt, dass viele Unternehmen auch anfangen, Mitarbeitende anzustellen, die nicht unbedingt in dem Heimatort wohnen, wo die Unternehmen sitzen, sondern vielleicht auch in Berlin. Und dafür ist das natürlich ein toller Anlaufpunkt, hier auch Mitarbeitende zu platzieren oder Digitalteams, Ausgründungen, Startups, die Unternehmen haben, hier eine Heimat zu geben in Berlin. Und der Rest des Gebäudes geht auch an Startups aus Berlin oder andere Netzwerke, die sich gründen und Lust haben, bei uns mitzuarbeiten. Was wir auch haben, finde ich, hat auch einen schönen Bezug zu Wissensmanagement, zumindest am Rande, ist eine Academy, die wir auch ungefähr vor 2 Jahren gegründet haben. Dort bieten wir geteilte Trainingsformate an, weil wir festgestellt haben, dass die Unternehmen teilweise eigene Trainingskataloge haben, teilweise aber auch erst mit dem Thema Personalentwicklung so richtig starten. Und wir uns umgeschaut haben, wo bei den Unternehmen sitzen richtig gute Trainer und wo sind richtig gute Trainings, die schon angeboten werden und haben diese Trainings erreichbar gemacht für alle Unternehmen. Und deshalb geteilte Trainingsformate, weil da nicht nur ein Unternehmen dran teilnimmt, sondern durchaus 5, 6, 7 Unternehmen, die jeweils 1, 2 Mitarbeitende schicken und sagen, das Thema ist für uns relevant und wir wollen daran teilnehmen. Was natürlich diesen schönen Nebeneffekt hat, dass das Thema Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg auch noch eine Bedeutung bekommt und nicht nur das Erlernen oder das Trainieren einer bestimmten Kompetenz. Wir haben auch einen kleinen Bereich, der beschäftigt sich damit, Unternehmen projektbasiert zu begleiten, viel zu Strategiefindungsprozessen oder Innovationsprozessen. Gar nicht, dass der Maschinenraum dort etwas inhaltlich tut, sondern wirklich als eher projektsteuernd, strukturierend an der Seite steht, weil auch diese Themen gehen Familienunternehmen teilweise noch nicht wirklich strukturiert an und sind sehr dankbar, dort Unterstützung und Hilfe zu bekommen von jemandem, der extern ist und durchaus interessante Impulse, zumindest methodisch, dann da reingibt. So, jetzt gehen wir aber tiefer rein in das Thema Wissensaustausch, wie das im Maschinenraum genau funktioniert. Nochmal, wir haben diese 20 Peer Groups, wie wir sie nennen, als strukturierendes Thema. Und wir gehen jetzt mal am Beispiel von dem Thema Nachhaltigkeit etwas tiefer ran. Und ich gehe jetzt mal wirklich so richtig in die Praxis, wie wir das im Maschinenraum machen. Es geht ganz viel um Austausch. Wir haben pro Jahr ungefähr 200, 250 Austauschformate. Die meisten sind virtuell, dauern zwischen 60 und 120 Minuten.
Und was wichtig ist zu erwähnen, ist, der Inhalt, der dort geteilt wird und worüber geredet wird, kommt ausschließlich von den Mitgliedsunternehmen. Wir vom Maschinenraum sind viel zu klein und haben auch überhaupt nicht das Wissen, dazu da irgendwie Input zu geben, sondern wir machen den Rahmen. Wir moderieren, wir organisieren diese Sessions, wir kuratieren die, wir bereiten die nach, aber der Inhalt kommt wirklich von den Mitgliedsunternehmen. Hier ist ein beispielhaft für das Thema Nachhaltigkeit, nur so ein Ausschnitt einer Veranstaltungsreihe. Wir haben Workshops, in denen wir Themen sammeln, weil die denken wir uns auch nicht aus, sondern wir fragen natürlich, was brennt euch gerade? Erinnert euch an die 80%. Die 80% müssen wir natürlich auch identifizieren. Was sind diese Themen? Das heißt, wir fragen ganz viel, machen Workshops, um das zu identifizieren. Anhand dieser Themen, die dann hochpoppen und sich ganz oft nennen, sagen wir, okay, das scheint wichtig zu sein. Wir gehen jetzt auf die Suche in den Unternehmen. Wer ist zu dem Thema schon besonders weit und bereit, die Erfahrung und das Wissen zu teilen? Und so entstehen dann zum Beispiel Impulse, in diesem Fall jetzt von WEPA. Wir machen aber auch Networking-Sessions, weil wir festgestellt haben, nur Impulse ist sehr viel frontal. Natürlich gibt es immer Fragen- und Antwortenrunden, aber interessant sind auch Netzwerk-Sessions, wo wir sagen, wir sprechen jetzt über das Thema, jetzt in diesem Fall EU-Taxonomie. Und dann kommen natürlich alle Leute, die sich in irgendeiner Weise damit beschäftigen, Erfahrungen haben oder ganz viele Fragen haben. Und in dieser Netzwerk-Session ihr Gegenüber aus den 15, 20 Unternehmen, die dann an dieser Session teilnehmen, kennenlernen, weil darum geht es ja auch, diese Leute kennenlernen, um gar nicht unbedingt in der Session an sich alle Fragen klären zu können, sondern um die richtigen Menschen zu treffen, mit denen sie dann im Nachhinein ihre Fragen tiefer besprechen können. Genau, und wir haben auch so Exchanges, wie wir sie nennen, wo ein Unternehmen auch mal sagen kann, ich habe hier was erarbeitet, ich bin mir aber nicht sicher und ich stehe gerade irgendwie an einem Punkt, ich brauche mal Feedback. Und dann sagen wir auch, stell das mal in 10 Minuten vor, hol dir Feedback aus der Runde, wir diskutieren darüber, um vielleicht den Knoten zu lösen oder neue Impulse anzureichern, damit ihr mit eurer Arbeit weitermachen könnt. Also von der Formatvielfalt sehr groß, immer mit diesem Fokus, was hilft den Unternehmen gerade in ihrer aktuellen Situation. Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir nennen das Town Hall Workshop, wo wir die Themen sammeln. Das machen wir in allen Fachbereichen, diesen 20, die wir eben gesehen haben, mindestens einmal im Jahr und sammeln die Themen. Und somit auch geschehen in der Peer Group Sustainability, also Nachhaltigkeit. Das sieht erstmal ganz wild aus, aber wir strukturieren das danach dann. Und jetzt auch mal beispielhaft, was kommen dann zum Beispiel für Themen aus so einem Workshop heraus? Was ist jetzt gerade wichtig? Was wird oft genannt und wo spüren wir, dass ein großer Bedarf da ist, darüber zu reden? Können Nachhaltigkeitsstrategien, Kreislaufwirtschaft, Reporting, Lieferketten und ganz, ganz viele mehr. Daraus entstehen dann Impulse, wie ich eben gesagt habe, ne? Wo ein Unternehmen schon besonders weit ist und wir das mitkriegen und sagen, super, könntet ihr bitte mal über das bestimmte Thema sprechen, weil wir haben festgestellt, viele Unternehmen interessieren sich dafür. Und dann machen wir diese Impulse. Das ist jetzt auch beispielhaft mal am Thema Nachhaltigkeit, wie die Unternehmen sich da einbringen und was sie dazu beisteuern. Und ganz wichtig auch, das sind nicht die Geschäftsführenden, die dann unbedingt teilnehmen. Das kann mal passieren, aber die Austauschformate, sowohl was Speaker als auch Teilnehmende betrifft, komplett hierarchieübergreifend. Also es sind wirklich die absoluten Fachexperten dabei, bis hin zu dem mittleren Management und oberen Management. Und wir schneiden das wirklich über das Thema. Also wer hat mit dem Thema zu tun? Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist extrem bereichernd, weil man dann nicht nur eine Perspektive, vielleicht die strategische Perspektive auf das Thema bekommt, sondern auch die Perspektiven der Menschen, die tagtäglich wirklich als Experten damit zu tun haben. Daraus kann man auch folgern, wie wir einladen. Wir laden sehr breit ein. Also wenn man sich bei uns registriert in diesem Netzwerk, muss man angeben, was sind meine Fachexpertisen und nicht nur in welchem Bereich arbeite ich, zum Beispiel Nachhaltigkeit, sondern wählt auch aus 50 Expertisen aus, okay, das ist für mich relevant, das ist relevant und darüber können wir dann gucken, für welche Person ist welcher Austausch oder welcher Impuls interessant und so laden wir dann auch ein, damit wir möglichst natürlich die Personen erreichen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist mal ein Beispiel für einen Workshop, den wir machen zum Thema Kreislaufwirtschaft. Eignet sich natürlich perfekt, in so einer Gemeinschaft einen Workshop dazu zu machen, weil wir wissen ja auch, Kreisläufe können wir nicht alleine schließen. Und darum haben wir hier jetzt auch nur ein Beispiel einfach mal geguckt, welches Unternehmen ist schon in welchem Kreislauf, an welcher Stelle aktiv.
sodass wir durchaus in diesem Netzwerk Synergien finden können. Und darum geht es immer, Synergien finden, Anknüpfungspunkte finden, wie man sich untereinander unterstützen kann oder vielleicht sogar ins gemeinsame Arbeiten kommen kann. Neben den vielen virtuellen Austauschformaten und Workshops machen wir zunehmend auch mehr physische Events. Wir haben, also vielleicht mal so zurück, der Maschinenraum hat offiziell begonnen im April 2020. Also es war halt wir hatten das alles anders geplant. Wir wollten natürlich viel mehr physisch machen, die Leute nach Berlin holen. Ging halt gar nicht. Rückblickend war es vielleicht für uns das Beste, was passieren konnte, weil wir damit gezwungen waren, sofort sehr, nicht skalierbar, überhaupt nicht, aber in das Virtuelle zu gehen und damit in der Lage zu sein, viel mehr Austausche anzubieten, als wenn wir das physisch gemacht hätten. Nichtsdestotrotz ist aber das physische Zusammenkommen immer noch ganz, ganz, ganz wichtig. Und das bauen wir seit ungefähr 1,5 Jahren ganz massiv aus und machen neben den Austauschformaten auch zum Beispiel, hier steht das jetzt nur als Punkt, 6 thematische Circle Days vor Ort. Was dahinter sich verbirgt, ist zum Beispiel, wenn wir im Thema Nachhaltigkeit bleiben, nehmen wir auch vielleicht wieder Kreislaufwirtschaft, weil das wirklich ein spannendes Thema ist, worüber man sich auch tiefer austauschen kann. 60 oder 90 Minuten Impuls. Da kann man Leute vielleicht mal kennenlernen, man kann in das Thema eintauchen, aber man kann bestimmt keine Probleme lösen. Und darum machen wir Unternehmen von sich sagen, ich will aber mit anderen Unternehmen gerne zu diesem Thema Kreislaufwirtschaft mal intensiver arbeiten und wirklich verstehen, woran die gerade, womit die sich gerade beschäftigen. Dann sagen wir, das ist total spannend. Bleiben wir mal bei Melitta, weil die das gerade auch oben als erster Impulsgeber waren. Melitta, lade doch mal alle interessierten Unternehmen zum Thema Kreislaufwirtschaft für einen Tag zu dir ein. Und dann hostet das Mitgliedsunternehmen diesen Tag, diesen Circle Day, wie wir ihn nennen, zum Thema Kreislaufwirtschaft beispielsweise. Und da geht es dann ganz stark auch darum, wo verorten sich die Unternehmen, was sind die Fragestellungen, wir gehen in Diskussionsrunden, wir erarbeiten punktuell vielleicht auch mal Ideen, aber es geht ganz stark darum, sich besser kennenzulernen, das Thema besser zu durchdringen und zu wissen, wo stehen die anderen Unternehmen zu dem Thema. Dann haben wir auch Cross-Company-Visits. Das sind wirklich, ja, so ein Begriff, wo ein Unternehmen sagt, wir wollen einfach, dass die Community zu uns kommt. Wir öffnen unsere Türen, wir sprechen über 6, 7 Themen, die uns gerade beschäftigen. Das kann dann ganz breit sein, über diese 20 Fachbereiche gestreut. Wir zeigen unseren Unternehmen, wir machen eine Werksführung und wollen uns mit den anderen Teilnehmenden verbinden. Auch das ist ein tolles Format, was auch sehr, sehr viel Zuspruch geht, weil es einfach extrem interessant ist, auch Unternehmen kennenzulernen, besonders weil wir auch immer durch die Produktion gehen, das heißt besonders auch Mitarbeitende, die sich so im Bereich Logistik, Produktion bewegen, haben davon natürlich extrem viel, weil sie da wirklich in die Hallen kommen und die Maschinen sehen. Und dann haben wir einmal im Jahr, jetzt auch im September war es, wir haben gerade auch drüber gesprochen, eine Konferenz, die ist geschlossen, für die Mitgliedsunternehmen, wo die sich einen Tag in Berlin treffen und so wir die wichtigsten, brennendsten Themen, die in den letzten 12 Monaten passiert sind, auf die Agenda setzen. Ich habe gerade noch einen Satz gesagt, hatte ich zuvor nicht. Auch noch wichtig, der Maschinenraum ist ein geschlossenes System. Es gibt viele Netzwerke für Familienunternehmen und den Mittelstand. Das ist auch richtig, richtig gut, weil ich glaube, es braucht mehr Netzwerke überall. Was beim Maschinenraum besonders ist, es ist wirklich geschlossen. Es sind ausschließlich die Familienunternehmen Teilnehmende in den Formaten und allem, was wir anbieten. Keine externen Dienstleister, Berater, irgendwas. Und das führt dazu, dass die Themen sehr, sehr authentisch und offen geteilt werden können. Also wir bekommen auch teilweise Kommentare von Teilnehmenden wie so, ah, Wahnsinn, das würde ich jetzt noch nicht mal in meinem Unternehmen so teilen, wie ich das hier teile. Und das ist natürlich ein tolles Feedback, was uns zeigt, dass diese Idee des sehr behüteten Raums, wie wir ihn schaffen, funktioniert und dazu führt, dass die Mitarbeitenden wirklich einen großen Benefit davon haben, dass sie sich beteiligen und da Lösungen für ihre Fragestellungen finden. Wir haben einen Prozess, das ist der Navigator. Auch interessant zum Thema, wie generiere ich überhaupt Wissen? Also wie komme ich da jetzt dran? Und das ist ein strukturierter Fragenprozess, wie Mitarbeitenden der Mitgliedsunternehmen Fragen an den Maschinenraum stellen. Nicht, dass wir die beantworten, aber dass wir die richtigen Leute finden, die auf diese Fragestellung wiederum eine Antwort haben.
Und wir sitzen im Moment noch, also wir sind auch dabei, auch das zu digitalisieren natürlich und zu versuchen, dass wir aus unserem großen Datenschatz, den wir natürlich haben beim Maschinenraum, schnell Antworten generieren in Bezug auf, wer ist die richtige Ansprechperson. Aber um euch auch da zu zeigen, wie machen wir das, so ganz praxisnah. Wir leiten wirklich die Anfragenden durch einen strukturierten Prozess, wo sie uns genau beschreiben müssen, worum geht es denn? Was ist ganz genau deine Frage? Was versuchst du zu lösen? Mit wem möchtest du sprechen? Möchtest du 1:1 vernetzt werden? Können wir daraus vielleicht sogar ein Austauschformat machen? Bist du daran interessiert, mit Leuten auf deinem Erfahrungswert, also entweder Fachexperten nur unter sich oder vielleicht auch, wenn ein Geschäftsführender mal anfragt, der sagt dann durchaus, ich möchte jetzt wirklich mal unter Geschäftsführenden über das Thema reden. Also eine andere Art, an Wissen zu kommen, indem wir nämlich dann vernetzen und aktiv werden. Dann gibt es unsere Online-Community. Die muss man sich so vorstellen, eigentlich wie ein LinkedIn. Zumindest ist das unsere Vision, wo das auch vielleicht als so ein Login-Effekt. Jeder, der beim Maschinenraum mitmachen möchte, muss sich auf der Online-Community registrieren. Das ist so das Einfallstor in unsere Welt. Das ist auch sehr wichtig, weil wir darüber alles spiegeln, was wir im Maschinenraum auch physisch und täglich machen, findet auch auf der Online-Community statt. Und wir möchten natürlich vom Maschinenraum, wir als Team, wir sind 30 Personen, die aber unter anderem auch das Gebäude machen und nicht nur den Austausch, sind natürlich ein Nadelöhr. Und wir möchten das Netzwerk befähigen, sich selbst zu helfen. Also wir können nicht jede Vernetzung herstellen oder jeden Austausch kuratieren, sondern wir möchten, dass wir, und darüber freue ich mich dann immer besonders, wenn ich erfahre, ja, wir haben uns schon zweimal getroffen oder ja, wir haben eigentlich so einen Kreis gebildet, wir treffen uns jeden Monat zum Mittagessen. Dann denke ich so, super, da sind wir gar nicht mehr daran beteiligt, aber es ist eine Verbindung, die über das Netzwerk entstanden ist. Und sowas ist über die Community möglich. Nur als ein kurzer Auszug, in der Online-Community finden sich alle Austauschformate, die wir anbieten, auch möglichst weit im Voraus. Und auch da gibt es keine Limitation, wer darf sich jetzt anmelden und wer nicht. Jeder sieht alles und jeder darf an allem teilnehmen. Also es ist auch so ein Prinzip bei uns. Es ist alles offen und auch jedes, vielleicht auch nochmal so ein Schwenker zurück, jedes Unternehmen, was bei uns angeschlossen ist, ist gleich in seiner Wertigkeit. Es gibt bei uns keine unterschiedlichen Arten von Mitgliedschaften oder einige sehen mehr als andere. Jeder hat das Gleiche und jeder sieht alles und jeder kann an allem teilnehmen. So auch an den Austauschformaten. Das ist mal ein Beispiel von der Online-Community aus den Fachgruppen. Also jede Fachgruppe hat einen eigenen Chat oder wie auch LinkedIn so Fachgruppen halt auch aufgebaut sind. Hier auch mal am Beispiel, wie das funktioniert, dass jemand hier eine Frage reinpostet. Ich habe gar nicht genau geguckt, von was das ist, aber auch im Bereich Nachhaltigkeit eine Frage einstellt und die Community dann darauf antworten kann. Und vieles entsteht hier. Und wir denken immer so, veräppt jetzt diese Diskussion. Aber wenn man dann einmal nachhorcht, ist das oft einfach nur der erste Connect. Und die Unterhaltungen passieren dann natürlich nicht auf der Community, sondern dann 1:1 oder 1:5, wie viele sich dann auch immer dafür melden, dass sie auch Interesse daran haben, daran teilzunehmen. Da aber auch nochmal wichtig, was wir gelernt haben, ein Netzwerk, auch so eine Community, es wird nie der Punkt erreicht, wo es von alleine läuft, zumindest nicht in diesem Rahmen. Da sind jetzt ungefähr 5.000 aktive Teilnehmer auf der Community. Es braucht immer Moderation. Und auch wenn Fragen hier gestellt werden, nicht immer ist das so schön, dass sofort 6 Leute antworten und Ideen haben, sondern oft müssen wir moderierend eingreifen und dann drunter schreiben und Leute anpingen, wo wir wissen, dass die Erfahrungswerte dazu haben und die dann aktivieren. Also auch da braucht es kontinuierliche Bespielung so einer Community. Was wir auch haben, ist eine Knowledge Base. Das ist wahrscheinlich so vom Wording her so das Nächste, was auch an eure Themen heranreicht. In dieser Knowledge Base sammeln wir alle Präsentationen, die in den Austauschformaten geteilt werden. Und das ist auch ein Prinzip, so wird alles geteilt und alles, was gezeigt wird, wird auch geteilt. Und hier kann man dann auch, wenn man später zu dem Netzwerk hinzukommt, das durchsuchen, durchstöbern, die Präsentationen sich angucken. Was wir allerdings auch machen, ist, zu jedem Format, was gehalten wurde, schreiben wir die Learnings zusammen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber wenn es nur 3-4 Sätze sind
und nennen natürlich die Person, die den Vortrag gehalten hat. Ganz wichtig, weil das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das Wertvollste an der Knowledge Base, dass ich nämlich herausfinden kann, diese Präsentation von diesem Unternehmen wurde von dieser Person gehalten. Das heißt, diese Person kann ich jetzt ansprechen, weil in der Präsentation oft sind ja nur so Anknüpfungspunkte, aber wirklich tief steigt man dann ja in das Thema nicht ein. So, und das war jetzt einmal ein Rundumschlag, wie wir das Thema Austausch von Wissen und Erfahrung im Maschinenraum eben. Hallo, mein Name ist Gülsüm. Mich würde interessieren, das war ja auch schon bei deinem Vortrag, Lukas, so, dass ihr im Gegensatz zu mir in einer Organisation seid, wo das eben nicht, ne, öffentliche Gelder und es muss und sollte nach draußen verbreitet werden, sondern dass man mit dem Wissen so ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Das hast du auch eingangs erwähnt. Wie, also wer teilt, wer ist da zurückhaltend, seht ihr Muster und was sind so die Incentives oder wie bekommt ihr jemanden dazu? Also da hat ja so ein Unternehmen auch Geld reingesteckt, ein tolles Trainingsprogramm hinzulegen, das dann zu teilen, damit andere das nicht tun müssen, sozusagen. Das Prinzip vom Maschinenraum ist natürlich geben und nehmen. Sonst würde es nicht funktionieren. Das heißt, die Unternehmen, die sich anschließen, müssen sich bewusst sein, dass sie nicht nur in der konsumierenden Haltung sind, sondern auch immer wieder davon von uns aufgefordert werden, auch zu teilen. Auf der 1-zu-1-Ebene funktioniert das sehr gut. Weil wenn wir Mitarbeitende aus der Organisation ansprechen, weil wir erfahren haben, dass sie etwas besonders gut machen oder besonders interessant machen, sind sie in der Regel, ich würde sagen in 95% der Fälle, extrem bereit, darüber zu erzählen. Weil wann bekommen sie schon mal die Möglichkeit, von ihrer täglichen Arbeit etwas zu berichten, kommt Feedback dazu und Impulse. Also da gibt es keine Schwierigkeit, die Leute dann auch zu motivieren, das zu tun. Es ist eher für uns eine Herausforderung, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wie geht ihr mit Konkurrenzsituationen von Unternehmen im Netzwerk aus? Also da könnte ich mir problematisch vorstellen an mancher Stelle. Also wir haben viele Konkurrenzsituationen im Maschinenraum. Nicht nur, dass zwei Unternehmen da sind, sondern teilweise auch, dass vier oder fünf in der gleichen Thema unterwegs sind. Also vom Prozess her, wir fragen immer die Unternehmen, die schon im Netzwerk sind, ob sie grundsätzlich ein Veto einlegen möchten. So, das ist bisher in der jetzt 4,5-jährigen Geschichte vom Maschinenraum einmal vorgekommen, wo wirklich der Markt so klein ist, dass sich drei Unternehmen den Markt teilen. Dann kann man das auch sehr gut verstehen. Das heißt, für die anderen ist es kein Problem. Natürlich ist immer so ein Gefühl von, ist das jetzt so toll? In der Praxis ist es aber dann so, dass es nie zu einer problematischen Situation kommt, weil die Unternehmen immer über das Wie machen wir etwas sprechen. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung. Das weiß man am Anfang nicht, wenn man dazu kommt. Aber wie ich eben gesagt habe, es geht dann eher um, wie mache ich einen Innovationsprozess? Welche Stages gibt es? Wer ist beteiligt und nicht? Was ist die Innovation an sich? Oder auch Strategie ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema. Es geht immer um das, wie mache ich das? Und wenn die Unternehmen das dann auch in der Praxis merken, besteht da eigentlich keine Hemmnisse mehr, die zumindest wir jetzt mitbekommen. Also kein Prozess, das funktioniert. Ja, glaube ich gerne. Ich wollte nur wissen, wie ihr damit umgeht. Also ansonsten hört sich das für mich ein bisschen an. Ich komme aus dem Maschinenanlagenbau und es hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn ihr ein bisschen Konkurrenz zum VDMA, die Erfahrungsaustauschgruppen sind, in Anführungsstrichen, weil die Formate halt auch ein bisschen in die Richtung gehen und dieser sehr spezifisch zu unterschiedlichen Themen und Kanälen sich austauschen. Also ich schließe nicht aus, dass es Formate gibt, die sich bestimmt sehr ähneln. Ich würde aber, das habe ich eben gesagt, ungern immer von Konkurrenz sprechen, weil ich finde, es gibt noch viel. Das war jetzt ein bisschen in Konkurrenz, ist ein Verband, also das ist keine echte Konkurrenz. Der Maschinenraum ist ja viel kleiner. Also mit 80 Unternehmen ist es ja viel, viel, viel kleiner als jetzt so ein Verband. Ich bin mir sicher, dass einfach die Art des Austausches dann ein Stück weit vertrauter ist, weil es halt einfach kleiner ist. Aber ja, klar, natürlich ist es teilweise auch für Unternehmen ein Entweder-Oder.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar hast du vorhin erzählt, dass ihr eigentlich selber nichts quasi liefert, also außer diesem Rahmen, und der Rahmen sozusagen immer darauf ausgerichtet ist, dass die Mitglieder sich untereinander austauschen, die Unternehmen. Gibt es aber mal Situationen, wo die Mitglieder auf euch zukommen und von euch ganz spezifisch nur von euch irgendwie eine Antwort haben wollen und quasi euch als eine Art Service-Dienstleister in dem Sinne begreifen? Ja, haben wir. Dann geht es aber weniger um diese fachlichen Themen, sondern dann geht das zum Beispiel, weil wir das jetzt kürzlich auch hatten, um das Thema, war da eine Kommunikationsstrategie oder überhaupt ein Kommunikationskonzept für ein Unternehmen aufzubauen. Und da wurden wir dann tatsächlich gefragt, könnt ihr uns dabei helfen, so ein Konzept mal zu schreiben? Oder was wir viel haben, ist halt zum Thema Strategie oder Innovation, dass da mal so Nachfragen kommen. Deshalb gibt es auch, ganz am Anfang, die Advisory, diesen Bereich, der hat sich daraus auch entwickelt, dass wir einfach gemerkt haben, die Unternehmen haben dort ganz spezifische Fragen oder kommen nicht weiter durch die Prozesse und brauchen Begleitung. Und da gehen wir entweder dann einfach nur ins Sparring und sprechen einfach mal eine Stunde mit denen. Das machen wir auch ganz, ganz viel. Oder nicht ich jetzt, aber die Kollegen und Kolleginnen, die ja fitter sind in dem Thema. Oder das führt dann dazu, dass wir dann tatsächlich mit denen zusammenarbeiten. Okay, also ihr profitiert quasi auch davon, je länger dann der Maschinenraum besteht, dass ihr aus den Learnings des Netzwerks auch helfen könnt in der Advisory? Oder ist das? Ja, weniger inhaltlich, mehr wirklich im Prozess. Also, okay, dass wir Unternehmen begleiten durch bestimmte Prozesse. Es ist jetzt nicht so, dass wir einen großen Fundus an Wissen für uns aufbauen. Es wäre natürlich schön, ich hoffe, wir kommen irgendwann auch dahin, dass das ein bisschen mehr bleibt. Aber wir haben natürlich ganz viel gesprochenes Wort. Und was bei uns auch ist, wir zeichnen nichts auf. Also kein Format wird aufgezeichnet, weil wir auch da fest daran glauben, dass sobald wir das tun, dass Menschen nicht mehr bereit sind, so ehrlich und offen zu sprechen. Hat natürlich den Nachteil, dass es nicht festgehalten wird. So, hat aber den Vorteil, wie gesagt, ist so eine Grundsatzentscheidung, dass wir daran glauben, dass dadurch offener ist. Keine Eigenwerbung jetzt für uns, aber was machen wir jetzt ja auch mit dem Knowledge Camp so, dass wir die Sachen, die jetzt quasi Nachfragen sind oder so, die schneiden wir raus. Und es ist tatsächlich so, wenn man das nicht hat, dieses Wissen, dann ist man nicht mehr frei, unbedingt sich äußern. Ne? Ja. Ich wollte nur fragen, du sagst, es wäre schön, wenn wir auch irgendwie dahin kommen, dass auf die Frage, ob ihr das Wissen für die Beratung quasi weiter nutzt. Meine Frage ist, wie sieht euer internes Wissensmanagement aus? Du meinst für uns vom Maschinenraum-Team her? Genau, bei euch. Genau, also ganz praktisch, wir arbeiten mit Salesforce. Ich weiß, das ist eigentlich, denkt man so, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Das ist aus der Historie entstanden, weil wir sind ja eine 100%ige Tochter von FISMA, dem Heizungsbauer. Haben überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun, gar nichts, null, null. Und somit sind wir natürlich IT-mäßig auch in bestimmten Dingen an der Kernorganisation angedockt, so auch mit Salesforce. So stolpert man ja manchmal in IT-Konzepte, die man dann mit sich rumträgt. Und somit haben wir in Salesforce Umgebung gebaut, die uns ermöglicht, Wissen abzuspeichern. Wir machen das ganz konkret. Ich habe eben gesagt, jede Person, die sich bei uns anmeldet, meldet sich auch mit so bestimmten Knowledge-Tags an. Zusätzlich können wir haben unter diesen 20 Fachbereichen ungefähr 350, es werden gerade mehr, sind Knowledge-Tags, wir nennen das wie auch immer Knowledge-Tags, sage ich mal, die können wir auch händisch zuweisen. Das heißt, immer wenn wir, also sehr händisch im Moment noch, immer wenn wir wieder bei Personen feststellen, oh, die sind total gut da drin, weisen wir denen diesen Tag zu. Somit erweitern wir zumindest einigermaßen strukturiert, wo ist jemand gut. Was wir auch machen ist, dass wir eine Struktur haben über diese 20 Fachbereiche für jedes Unternehmen in Salesforce dokumentieren können nach Best Practice, Challenge und Insight und dort Informationen ablegen. Das heißt, ich habe zum Beispiel erfahren, dass Melitta im Bereich Nachhaltigkeit besonders gut ist im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, das zum Beispiel. Und das speichern wir ab und das liegt da. Also das so zur Struktur.
Das ist aber ja immer das Wissen über den Kunden und den Kunden. Mich würde interessieren, wie sieht das mit eurem internen? Ihr habt ja auch interne Prozesse. Ihr lernt intern. Wie sieht da euer Wissensmanagement aus? Du meinst unsere Mitarbeitenden intern? Genau. Muss ich ganz ehrlich sagen, existiert in diesem Kontext. Also ich würde eher sagen, wir sitzen eng zusammen und sind wenige Leute. Daher funktioniert es ohne Abstriche, aber wir arbeiten ganz stark, ja, also über unsere Mitgliedsunternehmen legen wir Wissen ab, ja. Aber ja. Vielleicht daran im Anschluss noch, heißt aber auch, also wenn ihr vertaggt, taggt ihr dann Personen oder Unternehmen? Weil so, also Personen gehen ja auch, ne? Das ist ja auch fluktuierend. Ja. Und wächst dann eure Datenbank? Oder wenn die das Unternehmen verlassen, sind die dann wahrscheinlich auch raus und dann löscht ihr die sozusagen auch, obwohl ja, da irgendwann mal eine Präsentation von dieser Person war. Das heißt, es hängt auch sehr von eurem persönlichen Wissen darüber, wer... Also, wie gesagt, also wenn ihr geht, dann hat auch mit dem Maschinenraum ein echtes Problem, ja? Ja, zum Glück bleiben die Dinge, über die die Person gesprochen hat, bleiben ja. Mhm. Die Personen werden getaggt mit diesen Knowledge-Tags. Das meiste hängt aber an dem Unternehmen. Mhm. Also wir schreiben, also speichern, das Unternehmen hat. Das machen wir. Ja. Und dann schaut ihr, also sie werden ja ersetzt, ob da der Nächste auch in der Lage ist, dazu. Genau, das sind ja dann Suchkriterien, über die wir die Experten dann finden können. Das ist recht easy dann, ja. Vielen Dank dann für den Vortrag, Eva. Sehr gerne.